So, damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Fußverkehrsstrategie der Landeshauptstadt Dresden, und treten ein in die Fraktionsrunde. FDP das Wort gewünscht, Dissidenten das Wort gewünscht, Freie Wähler, CDU, sehe ich nicht, dann Grüne, Frau Kaspari. Verzichtet? Noch? Wohl? Ach doch, ich habe keine Meldung gesehen. Entschuldigung, dann Herr Böhm, auf geht's. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun wieder mal vielleicht ein etwas sachlicheres Thema. Fußverkehrsstrategie für Dresden. Interessantes Thema. Querungsstellen an Straßen und Gehwegen sind ganz lebenspraktische Probleme, welche alle Dresdner betreffen. Jeder von uns ärgert sich regelmäßig über den Zustand oder das Fehlen von Fußwegen. Uns als CDU war das Nebenstraßennetz und die damit verbundenen Fußwege schon immer wichtig. Und es wurden regelmäßig Finanzmittel in den Haushalt eingestellt. Mit den Budgets der Stadtbezirksbeiräte stehen bei entsprechender Priorisierung dort weitere Finanzmittel zur Verfügung. Allerdings reicht das noch nicht, wie teils fehlende und marode Fußwege zeigen. Insoweit ist es gut, dass nun eine Fußverkehrsstrategie für die ganze Stadt vorliegt. Die Vorlage zeigt uns einen erheblichen Finanzbedarf für die nächsten 10 Jahre von mehr als 60 Millionen Euro auf und einen Stellenzuwachs von 21 Stellen für Planer. Insbesondere die 21 zusätzlichen Personalstellen erscheinen uns hinsichtlich Stellenplan und auch hinsichtlich Verfügbarkeit. Wir wissen ja alle, wie schwer es schon allein ist, Radverkehrsplaner zu bekommen. Da sind auch noch Stellen, die wir zur Verfügung gestellt haben, unbesetzt, erscheinen uns unrealistisch. Hier sehen wir zunächst den Geschäftsbereich hinsichtlich anderer Prioritätensetzungen in der Pflicht. Bei der Befassung zeigte sich allerdings, dass die Verwaltung oftmals andere Prioritäten bei Querungsstellen und Gehwegen setzen möchte, als wie es die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte mögen. Deren Vorstellungen sollten erst in ferner Zukunft in das Konzept eingearbeitet werden. So kann man nicht mit den Voten der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaften umgehen, weil dann brauchen wir zukünftig die Dinge nicht mehr von den Kolleginnen und Kollegen beraten lassen. Zum Schluss haben wir gemeinsam im Bauausschuss dann noch eine Lösung gefunden, dass bis Ende des Jahres die vielen Vorschläge aus den Ortschaften und Stadtbezirken fachlich bewertet und entsprechend in das Konzept eingearbeitet werden sollen. Insoweit werden wir dem Konzept jetzt zustimmen. Wir weisen allerdings darauf hin, dass ohne entsprechende Finanzmittel, und da sind mir alle gefragt, und einem moderaten Personalaufwuchs das Konzept nicht umgesetzt werden kann. Und dann bleibt es eins von vielen Konzepten, die in den letzten Jahren erstellt worden sind, ohne dass es da zu irgendeiner Wirkung kam. Danke. So, Frau Kaspari, jetzt sind Sie dran. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream und auf der Empore. Über viele Jahrzehnte war in dieser Stadtverwaltung Fußverkehr ein Nebenthema. Die Mittel wurden jahrelang nicht ausgegeben. Fußverkehr, das war die Resterampe. Was übrig war im Straßenbau, das bekam der Fußverkehr. Das Ergebnis sehen wir in unserem heutigen Straßenraum praktisch überall. Gehwege sind so schmal, dass man nur hintereinander gehen kann im Gänsemarsch. Die Oberfläche ist so schlecht, dass man denkt, man braucht Bergschuhe, aber leider ist man ja nicht in den Alpen. Und Querungen fehlen an allen Ecken und Enden. Masten werden mitten in den Gehweg platziert und so weiter. Fußverkehr aber kann enorm zur Lebensqualität in einer Stadt beitragen. Denken Sie mal an Paris, wo Straßen für den Fußverkehr freigegeben worden sind, was da an Leben ist. Oder Barcelona, das Fußverkehr in der Verkehrsplanung an die Spitze stellt, Prio 1, und viele Straßen entsprechend umbaut. Sehen Sie sich die Bilder einmal an, die dort passieren. Oder Städte mit viel Außengastronomie im Fußgängerbereich. Das ist Lebensqualität. Das ist erfreulich für eine Stadt.
Die stetigen Hinweise des Fuß e.V. jahrelang darauf, wie wichtig Fußverkehr ist. Sie wurden nicht beachtet, nicht vom Stadtrat, nicht von der Stadtverwaltung. Sie haben alle eins übersehen, die Stadt ist für die Menschen da. In allererster Linie ist die Stadt für die Menschen da und nicht für, nur für Menschen, die in einem Auto sitzen. Das Ergebnis, wie ich gesagt habe, fehlende Querungen an allen Stellen, fehlende Querungen vor Schulen, schmale Fußwege, abgesenkte Einfahrten, wo Rollatoren immer Richtung Straße rollen und ich sehe die Menschen, die da entlang gehen und kämpfen, damit ihr Rollator auf dem Gehweg bleibt. 2014 gab es einen Wechsel, es gab neue Mehrheiten im Stadtrat und was wir mit Linken und SPD gemeinsam entschieden haben, ist viele Zebrastreifen in der Stadt. Zebrastreifen, das ist Fußverkehrsförderung. Was auch passiert ist, viele, viele Tempo-30-Zonen sind entstanden, vor Schulen, vor Kitas, vor Altenpflegeheimen, Tempo 30, das ist Fußverkehrsförderung. Und jetzt die Fußverkehrsstrategie, die wir heute beschließen. Im Geschäftsbereich des Bürgermeisters für Bau und Verkehr ist sie erstellt worden. Damit, mit der Fußverkehrsstrategie, bekommt Fußverkehr endlich den Stellenwert, den er braucht und den er verdient. Endlich wird transparent, nachvollziehbar und systematisch Fußverkehr verbessert. Fehlende Fußwege werden ergänzt, Querungen werden eingerichtet, Stadtbezirke, Ortschaften, Bevölkerung werden mitgenommen. 42 Seiten lang ist das Papier, das die Stadtverwaltung zusammenstellte. Auf 42 Seiten hat sie zusammengefasst, was die Stadtbezirke und die Ortschaften ergänzt haben. Daran können Sie sehen, wie wichtig der Bevölkerung in Dresden Fußverkehr ist. Noch in diesem Jahr wird das alles von der Stadtverwaltung bearbeitet und in den Stadtbezirken und Ortschaften vorgestellt. Mit der systematischen Verbesserung im Fußverkehr starten wir heute mit dem Beschluss der Fußverkehrsstrategie. Die Fußverkehrsstrategie ist die Grundlage, die gelegt wird. Für die Umsetzung können wir sorgen, wenn wir Stellen und Finanzmittel in den Haushalt einstellen. Und dann werden die Stadtbezirke und Ortschaften einbezogen, so wie es in der Fußverkehrsstrategie steht, damit punktgenau dort das entsteht, was die Ortschaften und Stadtbezirke brauchen. Damit Qualität im Fußverkehr entsteht, breite, attraktive Gehwege, sicher, an jeder Ampel ein Überweg, auch für Fußgänger. Und insbesondere die Berücksichtigung des Fußverkehrs in jeder Straßenverkehrsplanung. In diesem Sinne, ich hoffe auf eine breite Zustimmung zur Fußverkehrsstrategie, endlich sichere Mobilität, auch für Kinder und auch für alte Menschen, für eine attraktive Stadt mit Aufenthaltsqualität auf Straßen und Plätzen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Was wir heute hier mit der Fußverkehrsstrategie beschließen, hat das Potenzial, die Sicherheit für die Fußgänger in den nächsten Jahren maßgeblich zu verbessern. Wenn ich natürlich dann von den Grünen höre, dass jetzt plötzlich der Fußverkehr Priorität 1 hat, muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Da bin ich doch sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren aussieht. Ich kann mich noch an die Diskussion aus der Verkehrskommission erinnern, wo es darum ging, die Sicherheit für Fußgänger auf der Prager Straße herzustellen und dort die Fahrradfahrer rauszunehmen. Dann war es, glaube ich, Ihre Fraktion, die sich am vehementesten dagegen ausgesprochen hat. Auch wenn es darum geht, die Sicherheit für Fußgänger am Elberadweg wiederherzustellen, sehe ich da von Ihrer Seite eher Blockaden als wirklich die Priorität 1 für den Fußverkehr. Der Weg zu dem heute fassenden Beschluss war ein langer, der auch mit einigen Hürden verbunden war. Besonders hervorzuheben ist hier der Einsatz der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte, die mit ihrer Expertise vor Ort diese eingebracht haben und das Konzept so maßgeblich verbessert und auch weiter qualifiziert haben. Umso bedenklicher fand ich daher den Schritt der Verwaltung, welche die Anregungen aus diesen Gremien dann vor dem federführenden Ausschuss nochmal geprüft und nochmal vorsortiert und diese Anregungen dann auch größtenteils verwerfen wollte. Bedenklich ist das insofern, da wir ein weiteres Mal erleben mussten, dass einige Mitarbeiter der Verwaltung sich selbst wichtiger nehmen als die direkt gewählten Vertreter vor Ort.
Dieses Selbstbild, welches sich in einigen Teilen der Verwaltung oft darstellt, wird meine Fraktion immer wieder anprangern, sobald es irgendwo zum Vorschein kommt. Die Verwaltung ist nicht dazu da, ihre eigenen Interessen entgegen der demokratisch gewählten Gremien durchzusetzen. Die Verwaltung ist dazu da, den Willen der Gremien und damit den stellvertretenden Willen auch der Bürger umzusetzen. Dienstleistung am Bürger muss wieder das Credo der Stadtverwaltung werden, nicht Selbstverwirklichung im Amt. Dass sich dieser Konflikt gerade hier am Beispiel der Gehwege aufploppt, hat schon fast Symbolcharakter. Denn Gehwege bezeichnet man bekanntermaßen nicht als Verwaltungssteig, sondern eher als Bürgersteig. Insofern bin ich froh, dass sich im Bauausschuss eine große Mehrheit dafür gefunden hat, die Empfehlung der Verwaltung zu übergehen und stattdessen die Prioritätensetzung und Wünsche der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte in diesem Konzept wieder mit aufzunehmen. Die Anregungen aus der Bürgerschaft also ernst zu nehmen und auch versuchen umzusetzen. Nun muss ich an dieser Stelle auch mahnen, dass mit diesem Konzept auch ein finanzieller Bedarf verbunden ist. Es wurde bereits gesagt. Es reicht an dieser Stelle also nicht aus, den Wunsch dieser Gremien in der Fußverkehrsstrategie nur schriftlich zu verankern. Es muss am Ende auch umgesetzt werden. Hierfür sind Haushaltsmittel erforderlich und die Umsetzung sowohl finanziell als auch personell muss gewährleistet werden. Da sehe ich natürlich dann auch die haushaltstragenden Fraktionen in der Pflicht und hoffe natürlich dann auch auf die entsprechenden Vorschläge. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Holomenko. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen selbstverständlich, dass Dresden nun auch endlich eine Fußverkehrsstrategie bekommen soll. Die Vorlage dazu ist durch alle Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte gelaufen und sie haben sich ganz intensiv mit dieser Materie beschäftigt und haben zahlreiche Änderungen und Ergänzungen eingebracht, die wir im federführenden Bauausschuss mit viel Freude zur Kenntnis genommen haben. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne Dankeschön sagen an die Vertreterinnen in den Stadtbezirksbeiräten und in den Ortschaftsräten. Wir finden das sehr wichtig, was Sie getan haben und deswegen haben wir auch diese Ergänzung, die auch Herr Böhm schon angesprochen hat, als Punkt 6 in diese Vorlage mit reingebracht. Und das sieht vor, dass also jeder einzelne Vorschlag, der von den Vertreterinnen in den Stadtbezirksbeiräten und den Ortschaftsräten gemacht wurde, von der Verwaltung geprüft werden soll und wenn der geeignet ist, dann auch in diese Fußverkehrsstrategie eingearbeitet werden soll. Und das schon bis Ende des Jahres und nicht erst in 3-4 Jahren. Die beste Strategie nutzt allerdings nichts, wenn sie zu langsam oder gar nicht umgesetzt wird, weil zum Beispiel auch dafür die Mittel fehlen. Und deswegen haben wir im Bauausschuss ebenso in dieser Vorlage eingebracht, dass die Verwaltung uns einen Vorschlag zur Abarbeitung machen soll. Und dabei sollen aber auch alle Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte gleichzeitig ausgewogen berücksichtigt werden. Ja, wir können also nur hoffen, dass nun die Belange der Fußgängerinnen schrittweise umgesetzt werden und endlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, nämlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, damit nämlich alle Menschen in Dresden gleichberechtigt am öffentlichen Verkehr teilnehmen können. In den letzten Jahren war das nämlich nicht so der Fall. Frau Kaspari hat es schon angesprochen, da standen also der ÖPNV oder eben auch die RadfahrerInnen im Fokus. Und nun sind endlich auch mal die Menschen dran, die sich zu Fuß fortbewegen. Ja, ist okay. Jedenfalls ist das nämlich ganz wichtig, weil zu Fuß gehende, das ist ja quasi eine Fortbewegungsmöglichkeit, die ganz natürlich und ursprünglich ist und auch die umweltfreundlichste Methode ist, sich fortzubewegen. Und deswegen werden wir natürlich dann auch zukünftig im Bauausschuss darauf achten, dass bei allen Vorlagen diese Belange der Fußgängerinnen ganz besonders berücksichtigt werden und dass zum Beispiel auch dann bei der Umsetzung von solchen Baumaßnahmen im Stadtgebiet die Baustellenumwegungen auch barrierefrei und fußgängerfreundlich gestaltet werden und dann man nicht nämlich auf eine andere Straßenseite ausweichen muss mit dem Kinderwagen, obwohl man da gar keine ordentliche Querungsmöglichkeit hat. Die gesamte Dresdner Verkehrsinfrastruktur, die muss unbedingt barrierefreier gestaltet werden. Wir brauchen sichere Querungsmöglichkeiten vor Schulen, Kitas, Altersheimen, Einkaufsstellen, Bahnhöfen und so weiter. Und es darf auch zukünftig kein Holperpflaster mehr verbaut werden. Und es müssen Bordabsenkungen geschaffen werden, die also wirklich auch geeignet sind, dass Menschen im Rollstuhl oder Menschen, die auf Rollatoren angewiesen sind, die selbstständig und problemlos überwinden können. Das ist in ganz sehr vielen Stellen in der Stadt nicht der Fall. Zu Fuß gehen, das ist auch ein Menschenrecht und
Das ist, ja, ist so. Wenn ich nämlich mich entscheiden kann, völlig frei entscheiden kann, wie ich mich fortbewege, ohne dass ich eingeschränkt werde, dann ist das ein Menschenrecht. Und dennoch ist es aber bei uns in der Stadt so, dass es an viel zu vielen Stellen immer noch eine echte Zumutung ist, sich zu Fuß durch die Stadt zu bewegen und das Sicherheitsgefühl von zu Fuß Gehenden ganz massiv gestört wird, weil sie entweder ganz lange Umwege in Kauf nehmen müssen, um überhaupt über die Straße zu gehen zu können, oder weil... muss mal kurz gucken, wo ich jetzt hier gerade stehe. Genau. Also wir schlagen außerdem noch vor, dass es auch ein Beschwerdemanagement geben soll, wo man sich auch noch mal hinwenden kann. Es ist ein bisschen spät, merke ich gerade. Genau. Und was wir ganz klar brauchen, Herr Böhm hat es angesprochen, Frau Kaspari, wir brauchen unbedingt mehr Zebrastreifen. Das sind diese auffälligen großen weißen Streifen auf der Straße. Und in Zukunft wird das natürlich eine echte Herausforderung für die Autofahrerinnen in Dresden werden, dann auch entsprechend anzuhalten, wenn also Menschen am Gehwegrand stehen und signalisieren, dass sie gerne an diesem Zebrastreifen die Straße überqueren möchten. Und dazu ist es sinnvoll, dass wir generell über das Tempo mal nachdenken, mit dem sich die Autos in Dresden fortbewegen und deutlich mehr Tempo-30-Zonen einrichten. Und außerdem wäre es auch ganz, ganz wichtig, ist ja auch in dieser Fußverkehrsstrategie erwähnt, dass wir deutlich längere Grünphasen an den Fußgängerampeln haben und dass wir wirklich auf diese Trennung achten zwischen Radverkehr und Fußverkehr. Und was auch noch ganz wichtig ist, da ist das illegale Parken auf den Fußwegen. Das muss endlich mal angegangen werden. Da rede ich nicht nur von Autos, sondern ich rede auch von Krädern oder von Leihräderflotten und E-Scootern, die insbesondere für Menschen mit Sehbehinderungen ein echtes Risiko darstellen. Wir sehen also, nur wenn die Belange von allen Verkehrsteilnehmerinnen berücksichtigt werden, dann wird es gelingen, dass möglichst viele Menschen in Dresden bereit sind, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und nur so kann letzten Endes auch eine sozial gerechte Verkehrswende in Dresden gelingen. Dankeschön. So, zum Abschluss der Fraktionsrunde SPD, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es wurde schon beschrieben, zu Fuß gehen ist in Dresden an vielen Stellen nach wie vor eine relativ unsichere Angelegenheit. Wir haben nach wie vor viele Stellen in der Stadt, in den unterschiedlichsten Stadtteilen, wo Gehwege komplett fehlen, wo sie in einem schlechten Zustand sind, wo Kreuzungen extrem unübersichtlich sind oder wo zum Beispiel Zebrastreifen fehlen. Es wurde alles schon länglich beschrieben. Diese Bedarfe gibt es überall und bisher war mein Eindruck, hing es vor allem immer davon ab, wie laut in den jeweiligen Stadtteilen geschrien wird und dann passierte vielleicht mal etwas mit Glück. Das kann man für ein legitimes politisches Prinzip halten, dass man sich dann als Stadtrat vor Ort dann dafür einsetzt und dann passiert irgendwas. Das ist ja auch ganz nett. Ich glaube, es tut allerdings schon auch Not, dass man solche Fragen auf eine fachliche Grundlage stellt und eine wirklich stadtweite Priorisierung auch vornimmt. Und das gelingt mit dieser Fußverkehrsstrategie und dementsprechend begrüße ich das im Grundsatz auch. Ich will allerdings an der Stelle auch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Weil man konnte hier ja bei einigen Redebeiträgen schon den Eindruck gewinnen, dass wir hier schon in einem grünen Paradies wohnen und alles ganz, ganz toll wäre. Es sind aus meiner Sicht drei Punkte, die man bei dieser Fußverkehrsstrategie und auch bei dem Prozess dazu massiv nochmal auch problematisieren sollte. Punkt Nummer eins, diese Fußverkehrsstrategie fokussiert sich ganz, ganz stark nach wie vor auf das Hauptstraßennetz. Die zum Beispiel die Schulwege im Nebennetz und die Frage, wie dort Kreuzungen gequert werden, wie Kinder sicher und auch tatsächlich komfortabel zu ihrer Schule auch kommen und danach auch wieder weg, das wird in diesem Konzept nicht ausreichend betrachtet. Das wurde zum Beispiel auch in Voten von Stadtbezirksbeiräten, zum Beispiel Stadtbezirksbeirat Pieschen durch die SPD, auch problematisiert. Dass das Konzept da nach wie vor, sicherlich auch aufgrund der Ressourcen, sehr, sehr stark auf das Hauptnetz auch fokussiert ist. Bei den Gehwegen etwas weniger, aber zumindest bei den Querungsstellen. Punkt Nummer zwei, den man aus meiner Sicht kritisieren muss, ein Konzept alleine macht ja noch keine Umsetzung. Wir haben in Dresden ja in vielen Bereichen kein Konzeptproblem, sondern ein ganz klares Umsetzungsproblem. Der Stadtrat hat im Jahr 2018 mal die Einrichtung von Zebrastreifen vorgeschlagen. 20 Stück wollte man schaffen. Es gab die letzte Beschlusskontrolle, ich glaube im November letzten Jahres, da waren ganze 11 schon baulich realisiert.
Es sind vielleicht jetzt mittlerweile 2, 3 mehr noch geworden bei dieser Liste, aber diese Bilanz kann uns doch nicht zufriedenstellen. Und da kann mir ehrlicherweise auch niemand erzählen, dass das ausschließlich an den Ressourcen liegt, sondern da ja, funktionieren aus meiner Sicht auch einige Prozesse nicht so, wie sie funktionieren müssen. Und wenn wir mit diesem Tempo weiter vorangehen, dann werden da auch 10 zusätzliche Stellen noch nicht zu dem Tempo führen, was tatsächlich für uns auch stadtratseitig befriedigend ist. Und der dritte Punkt, er wurde schon erwähnt, die Empfehlungen der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte sollten von der Verwaltung oder sollten aus Sicht der Verwaltung eben keine sinnvolle Gewichtung bekommen. Der Vorschlag der Verwaltung war, die Vorschläge der Stadtbezirksbeiräte pauschal in Priorität 3 einzusortieren. Und laut Aussage der Verwaltung ist in den nächsten 5 Jahren nur in der Priorität 1 und 2 überhaupt eine Umsetzung zu erwarten. Sprich, man hätte die Vorschläge aus den lokalen Gremien genommen und sie in die Ablage getan und sich in ein paar Jahren wieder angeguckt. Das ist aus meiner Sicht kein adäquater Umgang. Der Bauausschuss hat das geheilt, hat hier nochmal eine inhaltliche Befassung auch angeregt und das wird jetzt auch durch die Verwaltung bis zum Jahresende gemacht. Ich will nur ganz klar sagen, wenn wir tatsächlich eine Beteiligung aller Stadtbezirksbeiräte, aller Ortschaftsräte machen, dann erwarte ich auch von der Verwaltung, dass sie auch mit den Vorlagen so umgeht, dass diese Sachen danach auch noch eingearbeitet werden können. Es ist sinnlos, dass wir Verwaltungsmitarbeiter in örtliche Gremien schicken, die das dort sehr, sehr umfangreich vortragen und am Ende die Rückmeldung eben nicht sinnvoll eingepflegt werden, sondern eben erst bei der ersten oder zweiten Fortschreibung. Da erwarte ich wirklich, dass wir das von vornherein so anlegen, dass wir mit den Rückmeldungen auch etwas anfangen können, weil in diversen Stadtteilen waren die Rückmeldungen, die es aus den örtlichen Gremien gab, qualitativ viel wertvoller als das, was von der Verwaltung vorgeschlagen war, weil das war oftmals aus meiner Sicht ein wenig an der richtigen Schwerpunktsetzung vorbei. Ich würde mir wünschen, dass wir auch bei der Umsetzung vorankommen, weil am Ende wird Fußverkehr nicht durch Konzepte sicher, sondern durch entsprechende Sachen, die man auch im Straßenraum sehen kann. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Es wäre auch schon um 10, aber wir können natürlich gerne weiter dran nehmen. Frau Krause. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt zu Wort gemeldet, einerseits, weil ich mich sehr freue, dass wir eine Fußverkehrsstrategie beschließen werden und auch, weil ich mich wirklich freue über den konstruktiven Zusammenhang, den wir da im Bauausschuss dazu entwickelt haben. Was ich überhaupt nicht konstruktiv finde, das ist unsere Sitzung, die wir heute hier hatten. Ich habe mich selten im Stadtrat so derartig unwohl geführt wie heute. Ich sitze da so im hinteren Drittel. Es fühlt sich an wie ein Biergarten, so vom akustischen Umfeld. Wer hier vorne spricht, macht das wie jeder von uns, der hier im Saal sitzt, im Ehrenamt. Und ich finde, ein bisschen Respekt kann man schon erwarten, dass man den anderen Leuten zuhört. Und ich finde auch, ein bisschen mehr Sitzungsleitung wäre eventuell angebracht, sei es, weil es hier tumultartig zugeht oder weil Leute wirklich rassistischen Quatsch erzählen. Ich hoffe, dass wir jetzt die Vorlage beschließen und dass wir dann alle zusammen einen schönen, mittsommerlichen Abend haben, aber das können wir draußen machen. Vielen Dank. Das war jetzt nochmal notwendig gewesen als Beitrag und insofern kommen wir jetzt zur Abstimmung. Über den federführenden Ausschussbericht, wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja-Stimmen, keine Nein, 6 Enthaltungen, dann so beschlossen. Und damit schließe ich die heutige Stadtratssitzung mit kurzem Überhang und der Zeit und viel mehr Überhang an Themen, weil die Produktivität war übersichtlich.